Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem Special Video. Es geht heute darum, den Team of the Season BPL Cup zu gewinnen und das Special Item Team of the Season Robert Huth zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen diese blaue Karte für unseren Verein haben. Sie ist untradable. Ihr könnt alle diesen Cup spielen. Ihr findet den in den Online-Turnieren und es gibt ja beim ersten Gewinn ein Huth-Spezialobjekt und das ist seine sonst nicht in den Packs erhältliche Team of the Season Karte. Und als Deutsche, ja fast schon Legende, wollen wir den natürlich in unserem Verein haben. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Team benutzt habt. Und ich muss davor noch einmal kurz ankündigen, ich habe jetzt eine neue Kooperation mit einem neuen Sponsor, und zwar IG Vault. In der Videobeschreibung findet ihr den Link über, ja, den ihr Münzen sehr, sehr günstig und schnell kaufen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Coins kommen extrem schnell auf euer Konto und es gibt dazu noch einen 6% Rabattcode, wenn ihr Max Gaming TV, ja, beim Rabattcode eintragt. Auch dieser steht in der Videobeschreibung. Also schaut auf jeden Fall da vorbei. Es lohnt sich und es würde mich freuen, wenn ihr mich damit unterstützen würdet. So. Das ist eine andere Ausrichtung als in den letzten Monaten, im letzten Jahr, aber ich werde jetzt in Zukunft einiges umstellen, denn ich merke einfach, was euch mehr gefällt und das will ich natürlich auch ein bisschen, ja, verbreiten, beziehungsweise ich will das Ganze hier noch ein bisschen mehr pushen und ein bisschen, ich sag mal, erfolgreicher machen, aber das ist nicht nur für mich, sondern auch vor allem für euch, damit ihr so viel und so nicen Kram wie möglich bekommt. Deswegen gibt es ab jetzt auch wahrscheinlich wieder 2 Videos am Tag und das ist doch eine positive Nachricht, für die man auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen kann. 1000 Likes wären auf diesem Video richtig, richtig nice. In der Videobeschreibung sind außerdem noch Twitter, Facebook und Instagram und wir schauen uns jetzt an, mit welchem Team ich ursprünglich diesen Cup bestreiten wollte. Bam! Ist dieses Team nicht krass? Ulreich, Huth, Westermann, Beck, Aogo Podolski, Marin Trochowski, Sam Gomez und Kevin Kurani. Die Elite der deutschen Nationalspieler. Niemand in der aktuellen deutschen Nationalspieler ist so gut wie diese Jungs. Keiner von denen ist auch nur im Ansatz in seiner Karriere gescheitert oder am Ende seiner Karriere angekommen. Und keiner von denen, ja, ist aus dem Talentestatus überhaupt schon raus. Dann ist mir allerdings aufgefallen, es ist ein BPL-Turnier und man muss mit BPL-Spielern spielen. Und deswegen... spielen wir mit diesem Team. Begovic, Ogbonna, Alderweireld, Klein, Clichy, Dembele, Firmino, Milner, Deulofeu, Remy und Kevin Mirallas. Overpowered Spieler, over and over. Und das ist jetzt unser Team und mit dem werden wir hoffentlich gewinnen. Wir suchen Gegner und los geht's. Der Gegner wurde gefunden und nebenbei wurden gerade noch 2 weitere Team of the Seasons released. Und zwar einmal das Team of the Season aus Benelux, was richtig stark aussieht, beispielsweise mit Hakim Ziyech oder Davy Klaassen. Und das englische Lower League Team of the Season, was natürlich auch gar nicht mal so uninteressant ist. Das Team, ja, war Standard BPL, auf jeden Fall gute Chancen, auf geht's. Oh, der Pfosten rettet. Dembele, 1:0, der Führungstreffer. Weiter geht's. 2:0, Kopfballtor. Und von wem war's? Natürlich von Angelo Ogbonna. Remy mit dem Pfostentreffer. Deulofeu nochmal. Remy, 3:0, Entscheidung. Firmino, freie Bahn, reingegrätscht. 4:0, jetzt wird's eine Klatsche. Erstes Spiel vorbei, souveräner Sieg, auf geht's in Runde 2. Gegner wurde gefunden und es geht gegen dieses Team. Oh mein Gott, wir haben da den Recordbreaker Tschech und ansonsten vorne Aguero und Sanchez. Ganz, ganz starke Mannschaft. Vamonos. Oh, da ist das Gegentor. Es ist ein sweaty goal, aber es ist nicht unverdient. Auf der Linie geklärt. Oh, ganz bitter. De Bruyne, es ist das 2:0. Und wir kommen vorne einfach nicht. Ja, wir kommen vorne einfach nicht zum Torerfolg. Und dann muss es der Abpraller sein. Mirallas kommt nochmal ran. 72. Da ist noch was drin. Da geht noch was. Da ist der Ausgleich. Da ist er. Und es ist Tobi Alderweireld, das zweite Eckentor in diesem Video und es ist ein ganz, ganz wichtiges. Boah. Da
Das ist doch kein Abstoß. Ey, das sind ganz komische Schiedsrichterentscheidungen gerade. Oh, Traoré. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Und jetzt für... Ja, die Ecke, komm, drin, drin, es zählt, es ist da. Ja, Traoré und Scheck. Und irgendwie geht das Ding rein. Wie, wer war das? Er grätscht ihn sich selber rein, der Ball war hinter der Linie, ja. Oh Gott, wie geil. Es ist vorbei. Wir sind im Halbfinale, wir haben es geschafft. Wir gewinnen nach 0:2. Nach Verlängerung noch mit 3:2 und stehen im Halbfinale. Morgen geht's weiter mit diesem Turnier. Ich hoffe, dieses Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir holen morgen den Erfolg. Das wird nochmal richtig spannend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein und ciao.